Hey und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure eigenen Logos schnell und einfach als 3D-Objekte im Picom Planner verwenden könnt. Die meisten von euch werden ihre Logos als Bilddateien zur Verfügung haben. Bilder sind allerdings nur zweidimensional. Wenn ihr eure Logos als Schilder oder beleuchtete Schriftzüge an der Wand anbringen wollt, braucht ihr ein 3D-Objekt. Mit der Website convertio.co könnt ihr eure Logos kostenfrei konvertieren. Ladet euer Logo als Bilddatei bei Convertio hoch. Achtet aber darauf, dass es eine PNG-Datei mit transparentem Hintergrund ist. Wählt bei den Formaten unter Cut den Eintrag DXF aus. Nach der Konvertierung könnt ihr die Datei herunterladen und direkt in den Picom Planner importieren. Nun öffnet sich der Skalierungsdialog. Hier könnt ihr je nach gewünschten Anwendungsfall die Größe beim Einfügen festlegen. Wie ihr seht, wurden alle Linien des Logos bei der Konvertierung abgegriffen und ihr könnt sie einzeln selektieren. Jetzt kommt der spannende Teil. Selektiert alle Teile des Logos. Im Reiter Bearbeiten könnt ihr mit dem Werkzeug Extrudieren mit einem Klick aus euren Linien ein 3D-Modell erstellen. Jetzt fehlen natürlich noch die richtigen Farben des Logos. Ich habe mir hier mal das Originalbild in die Planung eingefügt. Klickt unter Einfärben auf Weitere Farben. Jetzt könnt ihr mit der Pipette Farben eures Logos abgreifen und direkt eurem 3D-Logo hinzufügen. Und das war's auch schon. Wenn ihr euer Logo auch in anderen Planungen als 3D-Modell verwenden möchtet, dann öffnet einfach den Media-Browser und speichert es als DWG auf eurer Festplatte ab. So könnt ihr es jederzeit wieder verwenden. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Platziert das Logo einfach wie hier an der Wand oder baut euch mit Zeichenelementen einen Untergrund und schon habt ihr ein Schild. Ihr könnt auch mit verschiedenen Effekten wie Glanz oder selbstleuchtenden Materialien herumexperimentieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und anregen, die Wirkung eures Logos in eurer Planung auszuprobieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.